Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich mein Currently Reading für euch und ich lege direkt los. In diesem Monat habe ich mit 4 Büchern angefangen. 3 davon sind Lesegruppen und ich höre zurzeit noch ein Hörbuch. Das erste Buch, was ich alleine lese, also ohne eine Lesegruppe oder einen Buddy Read, ist folgendes Buch von Deborah Feldmann, Unorthodox. Und das ist letzten Monat bei mir eingezogen und ich hatte zuvor die Serie geschaut auf Netflix, war total begeistert, vor allem von der Performance der Protagonistin, also der Schauspielerin, die Protagonistin verkörpert hat. Und ja, hatte direkt das Gefühl, das Buch auch lesen zu müssen. Hier haben wir es direkt mit der Autorin zu tun, mit Deborah Feldmann. Die kommt nämlich ursprünglich aus einer chassidischen Satmar-Gemeinde. Das ist eine Gemeinde in Williamsburg in New York und sie ist dort aufgewachsen. Die Gemeinde ist ultra-orthodox, sehr, sehr strenge Regeln, vor allem was die Frauen angeht, aber auch die Männer. Und Deborah Feldmann ist eben in dieser Gemeinde aufgewachsen und irgendwann ausgebrochen und nach Berlin geflohen. Und das ist so die Geschichte und alles drumherum, wie sich das Ganze so ergeben hat und wie sie in Berlin gelandet ist. Und es ist total interessant und ich muss sagen, soweit bin ich echt begeistert von den Worten, von der Art, wie das Ganze geschrieben ist. Es berührt mich sehr, die Autorin berührt mich total und ich habe das Gefühl, dass das Buch nochmal was anderes in mir losgetreten hat. Also ich fand die Serie schon echt toll, aber es ist nochmal was anderes, das Ganze in ihren eigenen Worten zu lesen und mitzuerleben. Und ich merke immer wieder, wie mich so Biografien total catchen. Also ich habe wirklich eine Phase gehabt, wo ich ganz, ganz viele Biografien gelesen habe. Das ist in letzter Zeit weniger geworden. Und das ist jetzt wieder eine Biografie, die ich seit langem zur Hand genommen habe. Und ich werde das in Zukunft auch häufiger tun. Ich finde es richtig, richtig spannend und interessant, auch wenn ich ja den Kern der Geschichte schon kenne und trotzdem diese ganzen Regeln, die Details, die sie da noch erwähnt und es weicht auch ein bisschen von der Serie ab, zumindest bis jetzt und ich finde es einfach total interessant und total spannend und ich möchte mich auf jeden Fall weiter mit dieser Geschichte befassen. Ich weiß, es gibt ein Folgeband und auch damit werde ich mich bestimmt auseinandersetzen. Als nächstes, ihr werdet es kaum mehr sehen wollen können, wie auch immer, aber es sind nun mal 3 Teile und deswegen werde ich diese Bücher wahrscheinlich noch ein paar Mal in die Kamera halten. Ich habe ja schon 2 gelesen, die Prüfung und das Spiel und jetzt kommen wir zur Rache, das ist das Finale der Nevernight-Saga. Ja, ihr wisst, dass ich davon schwärme und ihr wisst, dass ich total verliebt in die Story bin und in die Protagonistin und ich das einfach für eine mega geniale Fantasy-Reihe halte. Und das geht auch so weiter hier in dem dritten Teil. Ich kann nicht sagen, dass es mir jetzt weniger gefällt oder es ist wirklich so ein gleichbleibendes Ding irgendwie. Wobei ich sagen kann, dass ich das erste Buch genial fand und das zweite noch einen Ticken genialer. Ich bin gespannt, wie sich das mit dem verhält, aber ich weiß jetzt schon, wie die insgesamte Bewertung für mich ausfallen wird. Vielleicht gibt es ja noch Abweichungen, wenn mir das Ende nicht ganz zusagt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das passieren wird. Hier geht es um Mia Corvere, die zusehen musste, wie ihr Vater umgebracht wurde. Ihre Mutter wurde eingekerkert und sie begibt sich auf die Suche nach einer Assassinenschule, die eben Assassinen ausbildet. Und ja, das ist wirklich die ganz oberflächliche Umschreibung dieser Geschichte. Unter anderem haben wir es auch mit Dunkelin zu tun. Dunkelin, das ist Mia, also Mia gehört zu Dunkelin und wir wissen aber am Anfang noch nicht, was das genau bedeutet. Alles, was wir mitbekommen, ist, dass Mia besondere Fähigkeiten besitzt und unter anderem gibt es ein Schattenwesen, was sie begleitet in ihrem Leben in Form einer Katze, in Form von Herrn Freundlich, so nennt sie diese Katze und die begleitet sie halt und frisst ihre Angst. Das ist super spannend und wirklich so innovativ, die Story. Was soll ich sagen? Ich habe ja schon so oft gesagt, wer es noch nicht gelesen hat, sollte es unbedingt nachholen. Ich lese die Geschichte mit ein paar Mädels zusammen, mit der Ramona von Littera, mit Jenny von Jennys Lesestoff, mit Sarah Sophie und mit Julia von Leseritter. Genau, und wir sind zurzeit im Austausch und ich freue mich schon, wenn ich euch final sagen kann, wie das Buch und wie die Reihe abschneidet, auch wenn es wahrscheinlich keine großen Überraschungen in meiner emotionalen Gefühlswelt, was dieses Buch angeht, geben wird. Wahrscheinlich nicht. Aber wir lassen uns überraschen, ne?
Als nächstes komme ich zu einem Buddy Read, der sich relativ kurzfristig ergeben hat. Die liebe Claudia hat einen Aufruf gestartet und gefragt, ihre Leser gefragt, ob sie ihr dabei helfen können, auszuwählen, welches Buch sie im nächsten Monat lesen soll, im Monat Mai. Und dann habe ich da natürlich mitgemacht und sie hat unter anderem auch Cupido in die Kamera gezeigt. Das ist ein Buch, was bei mir auf dem Sub liegt und ich hatte dann drunter geschrieben, wenn sie irgendwann oder falls das Buch gewinnen sollte, könnten wir das hier zusammen lesen. Und so ist es dann auch gekommen und jetzt lesen wir das Buch zusammen. Ich hatte da gar nicht mehr drüber nachgedacht und hatte mich Claudia angeschrieben und ja, ich hatte total Lust drauf. Ich wusste nämlich nicht, ob ich selber einfach so zu dem Buch greifen werde. Und ich bin sehr froh, dass wir das jetzt zusammen lesen, weil es einfach extrem spannend ist. Aber ich habe auch extrem ambivalente Gefühle, was das Buch angeht. Wer mich ein bisschen kennt und verfolgt, weiß, dass ich zwar sehr viele Thriller lese auf der einen Seite, aber es nicht unbedingt blutrünstig mag. Das bedeutet, dass ich eher so diese psychologischen Thriller mag, wo es diesen subtilen Psychocharakter gibt irgendwie. Und eben nicht dieses Blutrünstige. Ich mag wirklich so Sachen wie Melanie Rabe und alles, was so ein bisschen vielleicht noch einen bestimmten Tiefgang hat. Nichtsdestotrotz mag ich auch so Bücher, die wirklich sehr spannend sind. Also dieses Buch ist echt hart, was die Szenen angeht, die hier beschrieben werden. Also da musste ich schon wirklich schlucken und ich muss sagen, das erreicht bei mir die Grenze des Unerträglichen tatsächlich. Das fällt mir schon sehr schwer. Andererseits schaffe ich es nicht, von dem Buch abzulassen und möchte unbedingt wissen, was passiert, weil die Protagonistin sehr gut charakterisiert wird und weil, ja, ich weiß nicht, es hat so einen Suchtcharakter. Also man möchte herausfinden, was diesen kranken Menschen, um den es hier geht, antreibt und warum er das tut, was er eben tut. Und gleichzeitig erinnert mich das Ganze auch so ein bisschen an John Grisham Bücher, die ich dann so mit 13, 14 gelesen habe. Ich habe sowas lange nicht mehr gelesen. Wir haben es hier nämlich hauptsächlich mit einer Staatsanwältin zu tun, haben auch viel mit diesem, werden viel mit diesem Bereich konfrontiert, der Staatsanwaltschaft in den USA. Wir befinden uns hier in Miami, also zum Beginn in New York und jetzt in Miami. Und da fahren wir viel auch so ein bisschen über das System. Und soweit ich das rausfiltern konnte, beziehungsweise ich glaube, Claudia hatte das zu mir gesagt, ist die Autorin auch selbst Staatsanwältin, also hat auch einen eigenen Erfahrungsschatz. Da bin ich mir aber jetzt nicht ganz sicher. Also da möchte ich keinen Schwachsinn erzählen, müsste ich vielleicht doch nochmal recherchieren. Aber ich glaube, so ist es. Vielleicht steht das auch hier irgendwo, wahrscheinlich schon. Ich werde mal gucken. Ich habe gerade doch nochmal nachgeguckt, das hat mich dann doch irgendwie gewurmt. Jillian Hoffmann war tatsächlich Staatsanwältin und hat auch irgendwie der Polizei bei bestimmten Fällen geholfen. Und also die steckt total drin in der Thematik und das merkt man aber auch, wenn man das jetzt weiß, dann macht das auf jeden Fall viel Sinn, weil ich schätze, natürlich hat sie Recherche betrieben, bestimmt, aber es ist auch sehr, sehr viel eigener Erfahrungswert oder Schatz, der hier reinkommt. Also das merkt man auf jeden Fall. Und ich kann euch leider nicht viel zu dem Klappentext sagen, weil hier nicht so viel steht. Und dann habe ich jetzt wirklich Angst, irgendwie zu viel zu verraten. Also hier steht, es ist nur ein Eindruck. Hier steht sinngemäß drin, dass, also ich kann euch mal vorlesen, was hier steht. Der Albtraum jeder Frau, du kommst abends in dein Apartment, du bist allein, alles scheint wie immer, nur ein paar Kleinigkeiten lassen dich stutzen. Du kümmerst dich nicht darum, du gehst schlafen und auf diesen Moment hat der Mann, der unter deinem Fenster lauert, nur gewartet. Und es ist wirklich, also diese Sätze sind sehr eindringlich, finde ich, und sehr gruselig und das war auch so beim Lesen. Also ich habe wirklich, ich hatte das Bedürfnis zum Teil weiter zu blättern, um das zu überlesen, weil mich das so fertig gemacht hat. Also ich hatte Schwierigkeiten, mich auf die Sätze zu konzentrieren, weil ich genau wusste, es wird jetzt gleich was Schlimmes passieren und so war es dann auch. Und leider kann ich euch jetzt auch nicht viel mehr sagen, außer dass das hier einer von vielen Fällen ist, dass es um einen Serienmörder geht und dass wir hier die Staatsanwaltschaft haben, die ermittelt. Und das ist, glaube ich, auch nicht zu viel verraten, denn ich habe euch gar keinerlei Details zu dem Fall genannt und es ist super, super spannend. Claudia hat mir auch erzählt, dass das der Start einer Reihe ist. Und soweit ich das jetzt sagen kann, werde ich bestimmt auch weiterlesen. Also ich finde es zurzeit wirklich sehr, sehr spannend und unterhaltsam und wir haben einen guten Austausch und es macht richtig viel Spaß, zusammen mit Claudia zu lesen. Also ja, ich werde berichten und ich weiß nicht, es ist, wie gesagt, ambivalente Gefühle, weil mich das gleichzeitig auch ziemlich fertig macht. Und dann lesen wir zusammen in der All-You-Can-Read-Gruppe Adriana Jakob, Tödliches Klassentreffen. Das ist
eigentlich Adriana Popescu, die unter dem Pseudonym Adriana Jakob schreibt. Und soweit ich das verstanden habe, ist das ihr erster Krimi, den sie hier schreibt. Das Ganze spielt in Stuttgart und der Protagonist ist der Kommissar Rauch. Wir haben nur noch einen Abschnitt, also wir sind fast durch. Ich werde euch jetzt nicht meine Meinung zu dem Buch sagen, sondern erst im Lesemonat darüber berichten. Alles, was ich euch sagen kann, ist, dass es hier um ein Klassentreffen geht, um eine Leiche und um Kommissar Rauch, der das Ganze auflösen möchte, den ganzen Fall. Und ja, genau, das ist so die grundsätzliche Geschichte. Und ich kann euch ja schon mal sagen, dass ich den Kommissar Rauch sehr spannend als Charakter finde. Und soweit ich das verstanden habe, ist das auch der Anfang einer Reihe, zumindest was Ermittlungen von Kommissar Rauch angeht. Also ich glaube, Adriana Popescu hat vor, mehrere Bücher mit Kommissar Rauch zu schreiben. Ich glaube, sie ist gerade auch dabei, den zweiten zu schreiben. Ja, bei solchen Aussagen, das Problem ist, dass ich einfach mein Kurzzeitgedächtnis bei solchen Sachen, also ich merke mir sehr viel Mist, aber manche Sachen vergesse ich auch einfach ganz, ganz schnell. Das ist so, als ob mein Gehirn einfach sehr, sehr viel filtert zurzeit, weil auch ganz viele andere Informationen in meinem Kopf ihr Unwesen treiben, ich weiß es auch nicht. Dann habe ich immer so eine ungefähre Ahnung, was ich gehört habe und kann es aber nicht mehr richtig zusammenbringen. Deswegen möchte ich das hier immer noch festhalten, nicht, dass ich irgendeinen Blödsinn erzähle. Genau, das sind die Bücher, die ich gerade lese und jetzt kann ich euch noch sagen, was ich gerade höre. Ich höre von Romy Hausmann, Martha schläft. Ich habe noch 2 Stunden vor mir und finde es soweit sehr gut. Werde aber auch da nicht ins Detail gehen, weil auch da der Klappentext nicht viel hergibt und man kann die Geschichte sehr, sehr schlecht zusammenfassen. Ich glaube, ich kann euch so gut wie gar nichts zu der Geschichte sagen. Und das ist auch gut so, weil da müsst ihr euch selber ranwagen. Ich habe unterschiedliche Rezensionen gesehen und gehört. Es gibt einige Leute, die es nicht so gut fanden. Es gibt einige Leute, die es sehr, sehr gut fanden. Also es ist wirklich so ein Mittelding, zumal viele auch sagen, dass nach ihrem Debüt es sowieso schwierig ist, etwas rauszubringen, was gleichwertig ist. Ich sehe das anders. Ich versuche erst gar nicht, den Vergleich zu ziehen. Also es sind 2 sehr, sehr unterschiedliche Geschichten. Unterschiedlicher könnten die nicht sein. Aber was ich ganz toll finde, ist, dass ich den Schreibstil sofort wieder erkenne. Und was für mich sehr positiv ist, und da komme ich auch zurück zu dem, was ich zu Cupido gesagt habe, das ist ja, Cupido, also Julian Hoffman, ist ja nicht so mein eigentliches Thriller-Leseverhalten. Aber Romy Hausmann ist es schon, kann ich zumindest jetzt nach dem zweiten Buch behaupten, weil ich das Gefühl habe, dass sehr viel mit der Sprache gespielt wird und weil es sehr viele psychologische Aspekte hat, die ich einfach extrem interessant finde. Es ist nicht per se blutrünstig, sondern hat irgendwie so einen subtilen, gruseligen Charakter oder angsteinflößenden Charakter. Und sie erinnert mich einfach vom Schreibstil auch ein bisschen an Melanie Rabe. Also das ist wirklich so die Richtung, die in meinen Thriller-Geschmack geht. Falls ihr da Autoren kennt, die in die Richtung gehen, immer gerne her damit. Und ja, zum Schluss wollte ich noch einmal fragen. Also ich hatte jetzt schon mal auf Instagram gefragt, welches Hörbuch ich als nächstes hören soll. Da kam beziehungsweise ich hätte gefragt, ob sich Verity von Colleen Hoover lohnt. Und das habe ich jetzt auf der Warteliste quasi. Wenn ich mit Martha schläft fertig bin, wollte ich Verity hören. Und als nächstes stehen wieder 2 Hörbücher an, wo ich mich eben noch nicht entschieden habe. Zum einen Vanitas von Ursula Poznanski, der zweite Teil. Ich fand den ersten ja ganz gut. Und das andere Hörbuch ist The One. Jetzt habe ich den Autor vergessen. John Mars oder so? Ja, keine Ahnung. Vielleicht wisst ihr, was ich meine. Aber die beiden Sachen stehen an und sind auch beide sehr unterschiedlich, glaube ich. Ich hatte aber jetzt den Hangout von den Bookfriends und von Claudia und Sibi gesehen. Bis zu dem Part, wo der Spoiler dann kam, weil ich es gerne selber hören oder lesen möchte, wie auch immer, weil ich glaube, ich werde mich jetzt fürs Hören entscheiden. Und ich brauche jetzt nur noch den letzten Schubser, um zu gucken. Also ich werde alle 3 auf jeden Fall hören, aber ich kann mich noch nicht mit der Reihenfolge, also Verity kommt jetzt und dann bin ich am Überlegen, ob du One oder es spielt auch einfach keine Rolle im Prinzip, welche Reihenfolge ich nehme, aber ja. Vielleicht könnt ihr mir da ja sagen, was eure Favoriten wären. So, das war's, ihr Lieben. Das ist mein Currently Reading. Ich bin sehr gespannt auf den Lesemonat und werde euch dann einfach mal berichten, wie alles so abgeschnitten hat.
Und ja, wenn ihr Lust habt, mir zu erzählen, was ihr gerade so am Lesen seid, dann freue ich mich und wie immer freue ich mich über den Austausch mit euch und danke, dass ihr zugeschaut habt und bis zum nächsten Mal.